Aber ich glaube doch, dass die Veränderungen dir zu verdanken sind und dem furchtbaren Preis, den du dafür bezahlt hast. Ich glaube, dass seine Arbeit einem wertvollen Zweck gedient hat, indem dieses Thema erstmals ans Licht gebracht wurde. Ich weiß, dass Kevin viel Leid und Verlust ertragen musste, besonders was seinen Beruf und seinen Lebensunterhalt betrifft. Den Verlust seines Amtes als Pfarrer und seiner Gemeinde und die darauf folgenden Angriffe seitens der Kirche, der Polizei, der Ämter und der Macht der Autoritäten. Und viele der indigenen Leute, mit denen Kevin in der Vergangenheit arbeitete, litten unter Angriffen. An ihren Fahrzeugen hat man sich zu schaffen gemacht, was ihr Leben in Gefahr brachte. Sie wurden angegriffen und dauernd überwacht von feindseligen Berufsstreitkräften wie die kanadische Polizei. Lasst uns Kevin Ennett feuern. Wenn er keinen Job hat, kann er die Arbeit, die er in der Gemeinde verrichtet, nicht tun. Und genau das ist passiert. Und wie jeder weiß, der damals dabei war, versuchten wir verzweifelt, die Kirche zu überzeugen, Kevin Ennett nicht zu feuern, da er viel gute Arbeit leistet. Aber unsere Bitten fielen natürlich auf taube Ohren, weil diese Leute nicht in der Gemeinde lebten und Kevin Ennetts gute Arbeit nicht mitbekamen. Und das Resultat ist, dass deren Vermächtnis an Korruption weitergeht. Offizielle Kirchenvertreter haben wiederholt Journalisten zum Schweigen gebracht und die Medien daran gehindert, über die Verbrechen an den Internatsschulen und Kevin Ennetts Ausschluss aus der Kirche zu berichten. Im Januar 1999 brachte das international anerkannte Magazin The New Internationalist einen kleinen Artikel über Kevin Ennett und den Völkermord in Kanada. Als Antwort darauf verbreitete der nationale Vertreter der Kirche, David Iverson, eine 14-seitige Rufmordkampagne über Kevin in den Medien weltweit und drohte dem New Internationalist mit einem Boykott des Magazins, falls man dort nicht aufhöre, über die Verbrechen an den Internatsschulen und Kevin Ennett zu berichten. Die Herausgeber des Internationalist brachen unter diesem Druck ein und berichteten nie wieder über Kevin Ennetts Arbeit. Im März 1999 wurde das nationale Magazin Canadian Dimension ebenso zum Schweigen gebracht, nachdem es einen Beitrag von Kevin über den Ahauser-Landvertrag zwischen der protestantischen United Church of Canada und Macmillan Bloedel druckte. Anwälte der United Church drohten der Canadian Dimension mit einer millionenschweren Klage, sollte man den Beitrag nicht öffentlich zurückziehen, was man dann auch tat. Im September 1997 brachte die Zeitung Vancouver Courier eine Titelseite über Kevin Ennett, die ausführlich seine Enthüllungen über gestohlenes Land und andere Verbrechen der Kirche auf Vancouver Island beschrieb. Der Vertreter der Kirche, Phil Spencer, der auch an Kevins Ausschluss aus der Kirche beteiligt war, versuchte, die Zeitung zum Widerruf des Artikels zu zwingen und dessen Autorin Clodagh O'Connell feuern zu lassen. Als dies nicht gelang, ging Spencer so weit, Frau O'Connell vor ihrem Haus zu beschimpfen. Ich glaubte, ich müsste die Kirche wieder zu ihrer eigentlichen Seele zurückführen, die verloren gegangen war. Und dachtest du, du könntest das? Ich glaubte, ich müsste das. Ich müsste es versuchen. Hat es geklappt? Klar hat es geklappt. Warum denkst du, ist dieser ganze Mist passiert? Weil es geklappt hat. Nachdem ich meine Frau und Kinder verloren hatte, nachdem ich versucht hatte, meine Doktorarbeit zu machen und das verhindert wurde, als ich an der Universität von anderer Leute Teller essen musste, damit ich genug Geld für die Busfahrt hatte, um meine Kinder zu sehen, da hatte ich das Gefühl, dass ich ganz unten angelangt war. Und niemand war da, um mir zu helfen. Nicht mal meine Familie. Die nahm Abstand. Na, soll er sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen? Ihnen war nicht bewusst, wie viele mich unten halten wollten. Und dass die Kirche und auch die kanadische Polizei nicht wollten, dass ich meine Promotion an der Uni bekam. Als sie immer mehr Druck machten, was hat das bewirkt? Ich wurde wütend. Ich dachte mir, welches Recht haben die, mir das anzutun? Was habe ich denn falsch gemacht? Nichts. Hast du dabei deinen Glauben verloren? Nein, mein Fehler war, ich erwartete von der Kirche, dass sie nach ihren eigenen Prinzipien lebt. Und welche Prinzipien waren das? Sie gab vor, Jesus Christus zu folgen. Sie haben da in der United Church eine großartige Aussage, demütig zu wandeln und sich um Gerechtigkeit in der Welt zu bemühen.
und ich habe einfach von ihnen erwartet, dass sie das tun. So stand es auf dem Papier. Ich bat sie nur, nach ihren Prinzipien zu leben. Es ging um das Land, das sie von den Ureinwohnern gestohlen hatten, und um Kinder, die sie in den Internatsschulen verletzt und ermordet hatten. Ich sagte einfach, tut, was richtig ist. Und das hätte ich nicht sagen dürfen. Das ist auch schon oft passiert und du bist doch belesen. Du wusstest, was in den letzten 2000 Jahren gelaufen ist. Am Anfang war ich Teil der Wohlstandskultur, die das tat. Und ich war blind dafür. Ich wuchs in diesem Umfeld von Wohlstand auf. Ich hatte eine Ahnung. Ich weiß noch, als ich so Mitte 20 war und dachte, ach ja, die Ureinwohner. Ja, die sind unterdrückt worden. Ich hatte nur eine vage Vorstellung davon, dass sie angegriffen und massenhaft ermordet worden waren. Aber es hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Der einzige Kontakt, den ich mal zu Ureinwohnern hatte, war, als ich 15 war. Wir gingen zu einem Dorf im nördlichen British Columbia für einen Schüleraustausch. Da lebten wir für 10 Tage bei den Ureinwohnern. Was ich da sah, haute mich einfach um. Einfach unglaublich. Ich konnte es nicht fassen, dass in Kanada Menschen so lebten. Schlimmer als bei dir? Ja, die ärmsten Weißen haben es da besser als in diesem Dorf. Kinder liefen ohne Kleidung herum oder starben an Unterernährung. Da war zum Beispiel ein kleines, 6-jähriges Mädchen. Ihr Vater hatte mit der Axt nach ihr geschlagen, als er betrunken war. Sie lief mit diesem Mal am Kopf herum. Und so etwas wurde einfach akzeptiert. Als ob da nichts dabei wäre. Ich hatte Angst davor. Und als ich dann älter wurde, dachte ich, Ureinwohner sind schon ziemlich seltsam. Und ich will sie auch gar nicht wirklich verstehen. Aber dann, als ich mit ihnen zu arbeiten begann, musste ich sie einfach verstehen lernen. Und zu welchem Verständnis bist du gelangt? Nun, das kam nicht sofort, das kam im Lauf der Zeit. Was kam? What genocide really looks like. Wie Völkermord wirklich aussieht, aus der Nähe. Was es bedeutet, wenn sie versuchen, dich auszulöschen. Was es bedeutet, der Überlebende eines Massenmordes zu sein. Du fühlst dich, als ob du jeden Moment sterben wirst. Als ob du jeden Moment wieder gefoltert wirst. Und du kannst dich nur noch verstecken. Kannst du dich damit identifizieren? Oh ja. Ich habe immer noch Albträume von den Schlangen und all den Sachen, die an der Schule mit mir passiert sind. Es ist sehr schwierig. Ich habe oft versucht, mein Leben zu beenden, weil ich die Schmerzen, die ich durchmachte, einfach nicht ertragen konnte. Er nahm uns alle einzeln mit rein. Wir müssten uns bücken. Er hatte Vaseline dabei. Er tat es jeden von uns dreimal an. Daran erinnere ich mich, um sich selbst zu befriedigen, um sich an kleinen Kindern zu vergnügen. Ich habe vergessen, wie alt ich war, entweder 6, 7 oder 8, vielleicht auch 9. Ich habe es vergessen, aber ich erinnere mich daran. Ich werde Mr. Moore nie vergessen. I'll never forget. Mr. Moore. He said, you know what, sis? Er sagte zu mir, weißt du, Schwester, ich kann's kaum erwarten, aus dieser Hölle rauszukommen. Ich werde alles erzählen. Und dann war die Telefonleitung tot. Die Leute auf Cooper Island hörten immer unsere Telefongespräche ab und zensierten unsere Briefe, die ankamen und abgeschickt wurden. Ich hatte Angst um ihn. Aber ich dachte nicht, dass es so schlimm werden würde, wie es in Wirklichkeit war, wie es sich in Wirklichkeit herausstellte. 2 Tage später bekamen wir einen Anruf, dass er sich erhängt, also Selbstmord begangen hatte. Aber in meinem Herzen glaubte ich niemals, dass er das tun würde.
Sie zwangen die Indianerkinder, durch die Turnhalle zu gehen, während Richard immer noch dorthin, und sagten ihnen, das könnte ihnen auch passieren. Mein Bruder starb wegen eines elektrischen Rinderstocks. Er starb an dem Elektroschock des Stocks, als er 4 Jahre alt war. Sie haben ihn an den Haaren reingezerrt und ihm die Haut direkt vom Kopf geschnitten. Und der Pastor stand da mit einer Pferdepeitsche, die war scharf, so mit Klingen dran. Ich hörte ihn da drinnen um Hilfe schreien. Da war gleich so viel Blut am Boden. Sie brachten ihn nicht in ein Krankenhaus oder zu einer Krankenschwester, nichts. Als ich drin war, hörte ich ihn immer noch um Hilfe schreien. Rick, Hilfe, Sie haben mich gefoltert, ich werde sterben. Und er starb dann gleich. Er war mein einziger, bester Freund und Bruder, den ich immer geliebt habe. Und was wäre die Lösung? Was würde dich zur Ruhe kommen lassen? Wenn man es mit einem Verbrechen dieses Ausmaßes zu tun hat, dann gibt es letztlich keine Lösung. Denn es ist ja nicht so, dass so etwas je geheilt werden kann. Wenn Völkermord an einer Gruppe von Menschen begangen wird, bleibt es nie auf die eine Zielgruppe beschränkt. Das schlägt immer auf die Täter zurück. Ich denke oft darüber nach, wenn ich sehe, was wir dem Land und der Umwelt antun. Wir haben Menschen vernichtet, die schon seit Tausenden, Zehntausenden von Jahren mit dem Land in Harmonie gelebt haben. Und es bleibt nicht aus, dass das eine Auswirkung auf uns hat. Aber da kann man nicht einfach um Verzeihung bitten und ein bisschen Geld geben. Das ist eine Beleidigung der Menschen, die sterilisiert wurden und zusehen mussten, wie ihre Freunde ermordet wurden. Aber es wäre ein Anfang, wenn die Täter der Gerechtigkeit zugeführt würden und wenn sie zugeben könnten, ja, wir haben diese Verbrechen begangen. Ja, wir haben versucht, euch auszulöschen. Ich arbeite oft mit Ureinwohnern, den Überlebenden dieser Todeslager, Internatsschulen genannt. Sie sprechen nie von Geld, sie sprechen nie von Wiedergutmachung. Sie sagen immer wieder, ich möchte nur den Menschen ins Gesicht sehen, die mir das angetan haben. Ich will ihnen sagen, was ich von ihnen halte. Und ich möchte, dass sie vor aller Welt zugeben, was sie mir angetan haben. Ich glaube, ich könnte ihnen vielleicht verzeihen, wenn sie nur zugeben würden, dass das, was sie uns angetan haben, Völkermord ist. Die Regierung ist noch nie hervorgetreten und hat die Fehlentscheidung bezüglich der Internatsschulen anerkannt. Und das finde ich total verkehrt. Die Kirchen verstecken sich hinter Gesetzen, die von Menschen gemacht sind, und geben ihr Unrecht bezüglich der Internatsschulen nicht zu. Und das finde ich feige. Dachten die, dass sie damit durchkommen? Ja, natürlich konnten sie damit durchkommen. Kirche und Regierung waren und sind immer noch das Gesetz. Kirchen sind wegen solcher Dinge von der Strafverfolgung ausgenommen, ganz klar. Und die Gerichte weigerten sich, die Kirchen wegen dieser Verbrechen anzuklagen. Wiederholt haben Richter gesagt, das Thema Völkermord wird in diesem Gericht nicht behandelt. Sie reduzierten die Klagen auf Sachen wie unzureichende Ausbildung und dass Kinder manchmal geschlagen wurden. Aber sie weigerten sich, das Thema Mord oder Völkermord anzusprechen. Wir wissen von den Internatsschulen, dass die Todesrate bei 50% lag. Sie behaupteten, dass ungefähr 100.000 Kinder durch diese Schulen gingen. Aber das stimmt nicht, weil sie oft die Kinder einer ganzen Gemeinde einfingen. Nicht nur die 7-Jährigen und Älteren, wie es nach dem Gesetz hätte sein müssen, sondern auch 3-, 4-, 5-Jährige. Wenn du also die Anzahl verdoppelst, gingen da fast 250.000 Kinder durch diese Internatsschulen. Die Hälfte von ihnen starb. Das macht über 100.000 tote Kinder, nur an den Internatsschulen. Wenn du dir die ganze Geschichte der Indianerreservate anschaust, das muss in die Millionen gehen. Wenn Sie Beweise wollen, ich war Augenzeuge, als 7-Jähriger, als Sie ein Kind begruben. Damals wusste ich nicht, was vor sich ging, also fragte ich einen Mitschüler. Ich fragte ihn, warum Sie ein Loch im Obstgarten graben. Und er sagte, die begraben schon wieder ein Kind. 1965 spielten ein paar von uns Kindern Fußball auf der hinteren Wiese. Da lag ein Haufen Blätter und darunter war eine Leiche. Eines der Kinder hatte den Ball dorthin getreten und er ging hin, um ihn zu holen. Die Leiche war ziemlich verwest.
Ging 1960 zur Port Alberni Schule. 1967 fand ich eine Leiche zwischen Ross Hall und Catwall Hall. Ein Ureinwohnermädchen, ungefähr 16. Ich erzählte Andrews davon und er überwies mich von Port Alberni nach Nanaimo. Ich glaube, es war eine Vertuschung. Wir müssen diese Kinder nach Hause bringen, damit sie ein ordentliches Begräbnis bekommen. Das ist das Mindeste, was die Kirche und die Regierung tun sollten. Sie müssen herausfinden, wo diese Leichen sind. Ich weiß noch, dass wir Gräber gegraben haben für Kinder von Charles Kamsel Indian Krankenhaus. Wie sie starben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir viele Gräber aushoben. Da waren viele Eskimo-Babys begraben, hinter dem Haus des Schuldirektors, gegenüber dem Garten der Angestellten. Wir waren zu viert beim Gräberausheben. Ich, mein Bruder Larry, Mel Patsy und Albert Cardinal. Als meine Mutter jung war, wurden sie und ihre Freundin beauftragt, etwas wegzuwerfen, was in Zeitungspapier eingewickelt war. Ihnen wurde gesagt, dass sie nicht reinschauen sollten. Aber sie hörten nicht darauf und machten es doch auf. Es war ein Fötus. In einem Fall hat eine Nonne einen Jüngling sexuell missbraucht. Sie wurde dann schwanger und brachte das Baby zur Welt. Nach der Geburt wurde das Baby getötet. Das war ein Vorfall. Sie töteten das Baby und ließen den jungen Kerl das Grab für das Baby schaufeln. Bei einem anderen Vorfall beobachtete eine Frau, wie eine Nonne in Cranbrook ein Kind zur Welt brachte, und anschließend musste sie helfen, das Baby in einem Eimer Wasser zu ertränken. Das ist jetzt wohl irgendein Eckstein in einem Gebäude in Cranbrook. Ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge, die wir jetzt fordern, ist, wo sind diese Kinder begraben und wie können wir sie heimholen? Ich meine, gibt es da einen Unterschied zwischen dem, was in Nazi-Deutschland geschehen ist und dem, was hier passiert ist? Wichtig ist jetzt, diese ganzen Geschichten und Dokumente an die internationale Öffentlichkeit zu bringen. Durch Dokumentationen wie diese, um weiterhin internationalen Druck auf Kanada auszuüben. Zum Beispiel einen Boykott kanadischer Waren oder der Olympischen Spiele 2010. Sowas. Das sind Dinge, durch die internationaler Druck auf Kanada ausgeübt wird. Ich denke, nur auf diese Art kann das alles rauskommen. Da genau dieselben Institutionen, die diese Verbrechen begangen haben, immer noch an der Macht sind, sind sie alle vom Gesetz geschützt. Die Regierung, die Kirchen, die Polizei, das sind etablierte Institutionen und sie werden sich selbst nicht verurteilen. Man wird sie vor einen internationalen Gerichtshof stellen müssen. Gibt es Menschen, die man verantwortlich machen könnte, die man dafür vor Gericht stellen könnte? Ja, sämtliche Chefs dieser Organisationen, den Ministerpräsidenten von Kanada, die Oberhäupter der katholischen und anglikanischen Kirchen, der Chef der kanadischen Polizei. Sie sind nach den Nürnberger Gesetzen alle straffällig. Es sind ja nicht nur ein paar Leute in den Internatsschulen verantwortlich gewesen, sondern auch die Führungskräfte in Kirche und Regierung. Und deswegen wurde wohl auch so viel Energie aufgewandt, das Ganze zu leugnen. Deshalb die Rufmordkampagnen gegen Menschen wie mich, die die Wahrheit ans Licht bringen wollen. Und sie benutzten die eigenen Häuptlinge, um indigene Augenzeugen einzuschüchtern. Wer wird zuhören? Wer wird dagegen aufstehen? Um in unserem Land vor Gericht zu gehen, braucht man mindestens 80.000 bis 800.000 Dollar, um ein Gerichtsverfahren anzufangen. Und wie viele Anwälte in diesem unserem Land würden aufstehen und für unsere Rechte kämpfen? Es gibt keine. Und wie viele indianische Anwälte haben wir? Ich habe noch keinen gesehen, der aufsteht und den Kampf bis zum Ende durchzieht. Ich hasse es, das zu tun.
I hate doing this. It's hard to, es ist schwer, die Stimmen, die Schreie nicht zu hören, ihre herumirrenden Seelen nicht zu spüren. Ich bete, dass diese kleinen Seelen, die hier noch in ihrem Schmerz gefangen sind, dass sie frei werden. Das Fenster habe ich absichtlich aufgemacht, damit sie von hier frei werden. Wir haben Tausende und Abertausende von Kindern verloren. Durch Selbstmord. Nicht durch natürlichen Tod, durch Selbstmord. Wir finden sie an jedem Tag in der Woche in der Stadt Vancouver. Die Stadt Vancouver ist nur ein kleiner Teil von dem, was in ganz Kanada und den USA vor sich geht. Viele unserer Ureinwohner sterben auf den Straßen von Seattle. Bevor die Europäer kamen, reisten unsere Leute hin und her. Wir hatten Verwandte da unten. Hier in Vancouver hast du 45.000 bis 60.000 Ureinwohner. Und ungefähr 90% davon sterben in den Straßen. Wegen Drogenmissbrauchs. Nicht Alkohol. Drogen. Wie ich das weiß ich, weil ich im Vorstand der Gesellschaft für die Zusammenarbeit der Ureinwohner mit der Stadtpolizei sitze. Ich fragte einmal, wie viele unserer Leute auf der Straße sterben, in den Straßen von Vancouver. Und mir wurde gesagt, was du auch in der Zeitung liest, kannst du mal 10 nehmen. Vorletztes Jahr waren es 365, schrieb die Zeitung. Also könnt ihr euch das selbst ausrechnen. Das ist die unmittelbare Auswirkung der Internatsschulden. Eine Freundin von uns, Sylvia Gellerhorst aus Alberta, sie starb an einer Alkoholvergiftung. Sie trank so viel. Ich glaube, sie war eins von den Kindern, die von einem oder mehreren Mitgliedern des Personals missbraucht worden war. Das tut echt weh. Oh, this really hurts. Many of our women, young. Viele unserer Frauen, besonders die jungen Frauen, verschwinden, denn jetzt, nachdem der Missbrauch an den Internatsschulen vorbei ist, behandeln sie unsere jungen Frauen wie Wegwerfartikel. Es scheint keinen zu kümmern, wenn sie vermisst werden. Für sie ist das einfach ein toter Indianer mehr. Zurzeit sind die Ureinwohner auf der East Side der Innenstadt diejenigen, die AIDS bekommen und Hepatitis C. Sie leiden hier am meisten. Und wir müssen dem einfach irgendwie ein Ende setzen. Und das geht nur, wenn wir Menschen dazu bewegen, sich der Sache anzunehmen, nicht wahr? Kevin, wenn du alles normal machen müsstest, würdest du es wieder tun? Ja, ohne Bedenken. Denn ich hätte nicht mit mir selbst leben können, wenn ich all das gewusst hätte und dann getan hätte, was man mir sagte, nämlich darüber zu schweigen. Dann bist du Komplize eines Verbrechens. Warum haben die Kanadier keinen Mut, Kevin? Warum sagen die Kanadier nichts? Warum stellen sie keine Fragen? Weiß nicht. Warum werden uns Dinge vorgeworfen, die wir einfach so hinnehmen? Die Ureinwohner der Küste haben sogar einen Namen für Weiße. Mumulknis, die Geistermenschen, ohne Substanz. Doch ich wollte ein Mensch sein. Warum haben sie so über uns gedacht? Was sahen die Ureinwohner in uns, das wir nicht gesehen haben? Sie sahen, was wir verloren haben. Denk an das, was mit Europa geschehen ist, über Jahrhunderte. Religionskriege, Hungersnöte, Pest, Verfolgungen und Folter, Hexenjagd und Massenmord an Millionen von Menschen. Derselbe Dreck, der hier passiert ist, passierte auch dort. Wir sind also alle Traumaopfer. Alle, die hierher kamen. Wir haben nicht nur unser Trauma noch nicht überwunden, sondern wir hatten etwas verloren. Seht nur, was ihr den Ureinwohnern angetan habt. Ihr habt ihre Kinder getötet. Ihr habt ihre Seelen missbraucht. Ihr habt ihre Körper missbraucht. Physisch und spirituell habt ihr uns missbraucht. Nicht nur das Land habt ihr vergewaltigt. Ihr habt das Land verschmutzt. Ihr habt die Seelen der Ureinwohner verschmutzt. Die von den Kindern. Ihr habt die Kinder vergewaltigt. Ihr habt die Kinder getötet.